Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu meiner ersten Bonusfolge von Final Fantasy 8. Lange ist es her, dass ich euch in diesem Projekt begrüßen durfte. Ich hatte ja gesagt, dass ich nach dem regulären Let's Play noch ein paar Sachen erledigen möchte. Und mit einer Geschichte bin ich jetzt fertig. Und zwar habe ich die restlichen Blaumagien für Quistis noch zusammengesammelt und müsste laut einigen Guides, die ich konsultiert habe, jetzt auch vollständig sein. Und will mir die gleich mal angucken. Also ich habe die auch Screen jetzt noch nicht irgendwie vertestet. Das hat jetzt ein bisschen Zeit beansprucht, das alles zusammenzutragen. Oh, ich sehe gerade, ich habe die noch nicht mal ausgewählt. Warte mal, das können wir jetzt auch zusammen machen. Dann nehme ich 2 Tage Zeitverzögerung mit drin gehabt und die vorgestern die ganzen Dinge beschafft und mir haben insgesamt 4 Blaumagien noch gefehlt und die habe ich jetzt. Eins davon ist Antimaterie. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo habe ich denn das aufgegabelt? Das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, vielleicht fällt es mir ein, wenn ich das ein bisschen was zu den anderen Dingen erzähle. Zu den anderen Dingen erzähle. Schockpulsor haben wir jetzt. Dann gab es hier noch... Habe ich nicht aufgeräumt? Gibt's ja nicht, ich dachte. Hey, warte mal, ich muss das irgendwie übersehen haben, weil das muss ja auch irgendwo in dieser Kategorie sein. Hier, Morboy-Fühler. Oh, das war so ätzend. Ich habe das ja auf Twitter gepostet. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch gelesen. Da schmeiße ich nach vielen Monaten Final Fantasy 8 mal wieder das Spiel an. Und da macht mich der erste Morboy direkt fertig. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. So, Feuerzahn. Das habe ich von einem Rubrum-Drachen geraubt. Ja, genau. Und dann Windgeflüster. Oh, das ist natürlich toll, dass ich mir aufschreibe, welche Sachen mir gefehlt haben, aber nicht aufgeschrieben habe, woher ich die bekommen habe. Also ich glaube, diese Antimaterie, irgendwie konnte man 100 Krallen des Fluchs, glaube ich, zu dieser Antimaterie irgendwie umwandeln. Und Windgeflüster, keine Ahnung, Kralle des Fluchs habe ich auf jeden Fall bei den Triple-Visagen gefarmt. Und ja, Windgeflüster, klar, das habe ich von den Adamantaimais, die ich jetzt hier gleich bekämpfen werde, um das zu demonstrieren. Keine Ahnung, ob das dafür ein geeigneter Gegner ist oder nicht. Aber so müssten wir jetzt auf jeden Fall komplett sein. Und einige davon hatte ich irgendwie im Laufe des Let's Plays schon ausprobiert und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wie das Spiel geht. Also wenn ihr jetzt das Video klickt und voll die Fans seid und so und denkt, hier verkauft sich jemand als Experte, bin definitiv kein Experte. Ich habe das Spiel bisher nur einmal im Rahmen des Let's Plays durchgezockt und das für mich erstmals erkundet und bin da noch so ein bisschen unbeholfen, was das Thema angeht. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal irgendwas, um mir Dings zu ermöglichen. Manchmal Aura auf mich, da habe ich zwar nicht mehr die 100, aber ich habe jetzt auch nur 98 gehabt, deswegen ist das okay. Wie ging das nochmal mit dem Abwehren? Das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Dadurch, dass ich parallel jetzt Teil 9 auch spiele, ist das so ein bisschen knifflig. Aura war doch der Zauber, der mir, ja genau, meine blaue Magien freischaltet. So, jetzt bin ich gespannt. Wir fangen mal von oben an. Laserauge. Grande Arlo. Ist jetzt wahrscheinlich auch, okay. Schwer zu sagen, ob die gut sind oder ob die nicht gut sind, ne? Weil es wird wahrscheinlich Gegner geben, die dagegen so empfindlicher sind und solche, die das ein bisschen besser wegstecken. Ich sag mal, geht nach einer Aura dieser Effekt wieder weg. Das sieht fast so ein bisschen danach aus. Oh nee. Irvine hat aber Zauber. Das ist gut. Ich hoffe, der hat auch Aura drin. Aber ich glaube, ich hatte seinerzeit das irgendwie allen gegeben. Gab es nicht irgendwie sogar einen Trank oder so, der das irgendwie dauerhaft erhöht hat? Bin mir gerade nicht sicher. Na, bin schon wieder top informiert, ne? So, ich muss mal gucken, welche mir am Ende am besten gefällt. Hyper Vibra. Ich krieg jetzt auch leider nicht mehr zusammen, welche ich schon kenne und welche nicht. Das sieht cool aus. Wird wahrscheinlich. Sah so ein bisschen aus, als ob es den Gegner zum Einschlafen bringen könnte. Aber vielleicht hat das damit auch gar nichts zu tun. Elektra? Muss ich direkt an Secret of Mana denken. An den Patron oder die Patronin Elektra. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein männliches oder ein weibliches Wesen ist. Oder ein geschlechtsneutrales. Kann ja auch sein.
Oh, bisher fand ich eigentlich das zweite mit am coolsten. Ich weiß, das ein oder andere Mal habe ich auch in den Kommentaren gelesen, aber das habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert. Da habt ihr mir auch reingeschrieben, dass die ein oder andere Blaumagie sehr hilfreich sein könnte gegen bestimmte Bosse und schwere Gegner und so. Okay, das wird wahrscheinlich mit einer bestimmten prozentualen Wahrscheinlichkeit den Tod herbeiführen. Oder? Ja. Vielleicht sogar mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht. Könnte es mir aber fast vorstellen. Also wird wahrscheinlich bei Bossen nicht funktionieren. Wenn auch das Thema Ultima Weapon offen, ne? Mit dem Bengel habe ich auch noch so eine kleine Rechnung zu begleichen. Aber ich muss euch sagen, ich habe einige Versuche unternommen. Ich sehe da echt kein Licht am Ende des Tunnels. Ich bin da irgendwie... Also es gibt zwar online so haufenweise Tricks und Methoden und Mittel und so und... aber ich weiß nicht, ich würde den gerne so auf dem regulären Weg schaffen, aber ich habe da irgendwie noch nicht so die Stellschrauben gefunden, um das auch hinzubekommen. So, warte mal, jetzt braucht Frau Quistis erstmal wieder ihre Aura. Das ist cool. Also so rückblickend betrachtet bereue ich ein bisschen, dass ich mich nicht vorher schon um die bemüht habe. Aber man weiß halt auch immer nicht so... Wo muss man jetzt genau suchen? Ne? Oh, okay, das ist Augenkrebs und Epilepsie in einem. Wobei, das hier gefällt mir total gut. Wow, das war echt schön. So abschreckend der Anfang auch war, so schön fand ich das zum Ende hin. Ich fand trotzdem das zweite bisher am besten. Keine Ahnung, ob da noch irgendwie irgendwas getoppt werden kann. Hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Also als ich das Spiel wieder eingeschmissen habe und dann wieder die Musik am Anfang und weiß ich nicht, ist irgendwie alles so... Man hat sich sofort wieder zu Hause gefühlt, ja. Ich habe echt, echt mal wieder Bock, das Spiel komplett von vorne nochmal für mich selbst durchzuspielen. Und vielleicht auch ein paar Sachen noch zu machen, die ich in meinem Let's Play auch versäumt habe. Denn es gab ja so den einen oder anderen Punkt, der mir nicht so ganz gut gelungen ist, ne? Ultima Weapon will ich ja nochmal als separates Video bringen, wenn es mir dann irgendwann mal gelingt, den niederzustrecken. Aber, so, warte mal, lass mich mal erstmal gucken. Nasser Hauch wird wahrscheinlich gegen die Viecher nicht so viel nützen, oder? Die sehen eher aus, als ob die in meinem nassen Hauch irgendwie fröhlich rumhüpfen. Ja, super. Okay, das war aber irgendwie zu erwarten. Aber es ist sehr schwer, darauf basierend, so wie ich das jetzt hier mache, Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie effizient die einzelnen Blaumagien sind, ne? Also das, weiß ich nicht, müsste ich entweder mal nachlesen oder, ja, keine Ahnung, ob mir das überhaupt vielleicht für Ultima Weapon auch helfen könnte? Bin mir ja irgendwie nicht sicher. Oh Mann, ich glaube, es gab noch irgendwas, um die Wahrscheinlichkeit zusätzlich zu erhöhen, dass sie ihre Limit-Attacke zum Einsatz bringen kann. Ja, also was ich ihr verpasst habe, ja, sieht zwar geil aus, aber ich mag halt mehr so die Sachen, die so ein bisschen magischer animiert aussehen. Also entweder ich habe gerade mega Pech oder Aura hält mal so lange. Vielleicht hängt das auch mit demjenigen zusammen, der das wirkt. Ich werde mal mit ihr hier Aura zaubern. Sie hat, glaube ich, auch einen besseren Magiewert als Irvine. ja, die Obersee-Quest, ne, die der Großteil von euch ja voll ätzend fand, das ist auch dieses, oder das Video gewesen aus dem ganzen Let's Play, was die meisten Downvotes bekommen hat. Glaube ich zumindest. Also das war der Stand, als das Let's Play seinerzeit noch lief. Komm, Quest, das hau den Fisch in deinen Verdauungssaft um die Ohren. Yum, 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 richtig appetitlich. Wo auch immer das gerade rauskam. Ja. Irgendwie witzig. Erinnert mich so ein bisschen an den einen oder anderen Pflanzengegner. Ja, das Thema Obersee-Quest ist noch offen. Und GFs habe ich, glaube ich, keine ausgelassen. Und, oh, gerade eben hatte ich noch irgendwas. Ach ja, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe bei den ganzen, bei den ganzen Limit-Attacken einige auch noch gar nicht gesehen. Ich habe auch mit einigen Charakteren relativ wenig gearbeitet in meinem Let's Play. Unter anderem zum Beispiel mit Selfie, ne? Weil ich ja die anderen irgendwie immer so ein bisschen mehr mochte. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt macht sie voll Dragon-like. Ne, ich dachte jetzt, sie dreht ihren Kopf so ganz langsam und speit währenddessen Feuer. Ja, so ähnlich. Eigentlich müsste sie sich voll die Hände verbrutzeln, aber... Ja, sie kann das halt, ne? Ist halt eine geübte Blaumagierin. Ich weiß gar nicht, was ich am coolsten finde. Ist voll schwer.
Also Mundgeruch wird, glaube ich, nicht meine Lieblingsattacke sein. Da kommen jedes Mal traumatische Erinnerungen in mir hoch, wenn ich an die ganzen Morbol-Kämpfe denke. Ey, es ist echt so Wahnsinn. So ein Wahnsinn, vor den Artikel verschluckt. Weil da gehst du nach so langer Zeit mal wieder an so ein Spiel ran, ja? Bist da irgendwie schon durch. Weißt du, die größten, die weißen Charaktere schon voll gut gelevelt und so. Und denkst dir, ha, mir kann jetzt kein Standardgegner mehr was. Und dann kommt so ein Morbol um die Ecke. Und das Perverse an diesem Gegner ist ja, dass wenn er einmal seine ganzen also klar, ich hätte mich auch entsprechend davor verteidigen können mit Immunitäten und so, bla bla, das habe ich dann im Nachgang auch festgestellt, aber der lähmt dich ja und macht dich ja konfus und diese ganzen Zustandsveränderungen führen ja dazu, dass du am Ende auch gar nicht aus dem Kampf raus kannst, ne? Also das ist voll die demütigende Schmach, deinen Charakteren da voll beim elendigsten Verrecken aller Zeiten zugucken zu müssen und ja, das fand ich irgendwie fast schon witzig. Ich habe den unterschätzt und wurde dafür eiskalt bestraft. Beim nächsten Mal weiß ich das definitiv besser, auch wenn ich wahrscheinlich so schnell gegen keinen Morbol mehr kämpfen werde. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Weißer Wind. Okay. Das ging jetzt auf unsere Charaktere. Weißer Wind habe ich ja von ihm hier mehr oder weniger. Ah, okay. Von ihm hier gelernt. Also ich habe hier, glaube ich, von dem irgendein Item geraubt, was dann Weißer Wind zur Folge hatte. Auf jeden Fall cool. Auch wenn die Heilmenge so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das war schön. Das ist cool. Das hat mich auch an irgendeinen Gegner erinnert. Kann das sein, dass das irgendjemand anders nochmal zaubern konnte oder gezaubert hat? Nee, warte mal, ich will das jetzt hier mit Irvine wieder machen. Keine Ahnung. Oh, ich kann mir die Namen und alles eh wieder nicht merken. So, warte mal, einmal hier Aura wieder auf Quistis. Ja, ich mag sowas, so eine Bonusfolgen und so. Ich glaube, ich werde mir das ja auch für andere Projekte so ein bisschen adaptieren. Weil wenn es die Möglichkeit gibt, im Nachgang solche Sachen noch zu holen. In anderen Spielen sind ja manche Sachen dann immer relativ verpassbar und so. Aber hier wusste ich ja von euch, dass man die blauen Magien auch ganz zum Schluss noch holen kann. Dann, oh, guck mal, die schweben. Okay, das ist ja faszinierend. Okay, na, wie geht's euch da oben? Alles gut? Kommt die Schildkröte damit überhaupt klar? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich macht sie sich da nicht so die Gedanken drüber. Doch, macht sie. Sie will uns nämlich mit dem Sandsturm jetzt wieder runterholen. Aber tja, weiß ich nicht, ob ihr das gelingen wird. Sieht schon so ein bisschen demütigend aus, ne? Wie die da so durch die Luft gewirbelt werden. Ja, weil das ist natürlich ein großer Vorteil auch für mich während der Aufnahmen, wenn ich weiß, ich muss mir da keinen Kopf machen, dass ich irgendwas verpasse, weil ich dann ja am Ende in aller Seelenruhe das dann auch nachholen kann. Ne? Deswegen habe ich das mit dem Blaumagien auch so ein bisschen vernachlässigt. Wie so ein Roboter. Wow, coole Sache. Also für mich ist jetzt aber so ein totaler Imba-Zauber. Also wenn es hier eine Blaumagie geben sollte, die echt besser ist als alle anderen, weil die Sprachstörung hier schon, dann ist das auf den ersten Blick für mich nicht erkennbar. Das hier könnte ziemlich gut sein, weil das auch relativ schwer war aufzutreiben. Alter Schwede, wenn das mal nicht episch ist. Okay, das ist krass. Ich glaube, das ist mein Lieblingsangriff. Ja, ich hätte jetzt zwar gedacht, dass er locker 10.000 Schaden hier verursacht, aber ja, ist ein bisschen unter meinen Erwartungen geblieben vom Schadensoutput. Aber so rein von der Animation wird das hier, glaube ich, jetzt kein anderer Zauber irgendwie toppen können. Ich wollte gerade sagen, waren wir das? Nee, war der Gegner, aber der macht hier kaum was, weil unsere Totalabwehr wahrscheinlich noch total aktiv ist. So, nächste Chance. Schockpulsor hatten wir gerade eben. Ah, jetzt bin ich durch. Okay, cool. Ich weiß gar nicht, was mir am besten gefällt. Muss mir nochmal das Laserauge angucken. Ist immer so schwer, sich von Spielen, die einem so Spaß machen, zu trennen. Irgendwie vermisse ich das Projekt auch ein bisschen. Aber ich wette, wenn ich einmal dann für mich nochmal Teil 7 spielen werde und dann meinen privaten Durchlauf für Teil 9 haben werde und so, dann wird mir das ganz genauso gehen. Und ja, ist auf jeden Fall cool. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine Lösung für Ultima Weapon und dann bin ich eigentlich soweit auch ganz zufrieden. Muss mal gucken. Wisst ihr, womit ich auch so ein bisschen liebäugle? Vielleicht wird es auch darauf hinauslaufen.
Vielleicht werde ich mal drauf spekulieren, dass ich bei Selfies Limit-Attacke irgendwie dieses, was ganz selten kommen soll, hab vergessen, wie das heißt, wo ihr mir damals in die Kommentare immer geschrieben habt, ich habe das Spiel schon so und so oft durchgespielt, aber bei mir kam das noch nie. Da wäre das mal interessant, einfach mal die Aufnahme laufen zu lassen und einfach drauf zu spekulieren, dass es vielleicht doch irgendwann kommt, weil dann könnte ich euch vielleicht was zeigen, was einige von euch noch nicht mal kennen. Und sowas finde ich dann immer cool, dann macht das selbst für die alten Veteranen vielleicht ja, so ein bisschen den Reiz auch aus, da mal einzuschalten, aber ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und ja, ob ich da überhaupt die Chance habe, das hier mal wirken zu können. Das soll auf jeden Fall jeden Gegner, glaube ich, instant töten. Ach so, da kann ich auch noch lesen, was das bewirkt. Aber hier stehen eben keine Schadensmengen oder so, ne, die damit einhergehen. Also das müsste man dann wahrscheinlich so ein bisschen durchprobieren. Aber gut, wir haben die auf jeden Fall alle gesehen. Das heißt, das Thema Blaumagien ist für mich an dieser Stelle dann auch abgehakt. Und ja, das nächste Video, was wir für oder zu Final Fantasy 8 sehen werden, wird dann Ultima Weapon sein. Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer, wann das kommt, weil ich mit diesem Vieh echt zu kämpfen habe. Ja, so sieht es nämlich aus. Entschuldigung, wollte ich gerade verabschieden. Ich danke auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video sehen. Entweder beim nächsten Final Fantasy 8 oder bei irgendeinem anderen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.